Ja, hallo zurück bei Freds Speaker Workshop. Das HIFI-Rack ist im Bau, läuft, dauert alles ein bisschen länger, dauert noch ein bisschen was, bis ich euch dazu was zeigen werde. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine neue Reihe zu machen, ähnlich wie dem Bau meiner Monos. Und zwar baue ich mir einen neuen Subwoofer. Neu heißt, im Prinzip brauche ich keinen neuen Subwoofer. Ich habe einen richtig guten Subwoofer, wie ich finde. So, für mich ist der super. Der sieht so aus. Also funktioniert, läuft, alles gut. Eigentlich brauche ich keinen neuen. Aber die Front, die sieht jetzt natürlich nicht so aus wie die von meinen Monos. Also brauche ich ein neues Gehäuse. Und im Zuge dessen, denke ich, kann ich so ein bisschen auch erklären, wie ich an sowas rangehe. Wie konzeptioniere ich das? Wie wähle ich die Treiber aus, Gehäuse und so weiter und so fort. Da gab es schon ein paar Anfragen. Bevor ich damit aber anfange, ist euch aufgefallen, dass mein Vorspann ein bisschen anders aussieht. Also erstmal habe ich an meinem Logo ein klein bisschen was gemacht, aber ich habe vor allen Dingen was weggelassen, nämlich den Hinweis auf die Werbung. Das will ich auf jeden Fall loswerden. Grundsätzlich mache ich keine Werbung. Ja, ich habe, glaube ich, einmal den Klarlack empfohlen, aber ansonsten mache ich keine. Ich blende das nur zur Vorsicht ein. Ja, genau wie da, ich weiß es gar nicht, in der Ecke in grün Werbung. Das mache ich deswegen, damit ich nicht irgendwann mal Post bekomme von einem Amtmann-Anwalt. Ja, so, das werde ich ab jetzt nur noch dann machen, wenn ich wirklich Werbung mache. Weil ich habe einen Kommentar bekommen, der recht erbost war, mit Recht, dass er nämlich gerne das Video ganz geguckt hätte, aber nach 10 Minuten, ich sag mal, keinen Bock mehr hatte, weil andauernd irgendwelche Werbeeinblendungen waren. Ich kenne die mittlerweile, ich wusste auch nicht, dass das so läuft. Die sind nicht von mir, die sind von YouTube. YouTube sagt so, okay, dein Kanal läuft so langsam, da gucken ein paar Leute zu. Ich meine, wenn ihr meine Abonnenten seht, seht ihr, das ist nicht so viel, die Aufrufe sind nicht so viel. Ich habe einen ziemlich kleinen Kanal. Die Werbung ist nicht von mir. Nur damit ihr nicht denkt, ich würde euch hier irgendwie verscheißern oder sowas, lasse ich das jetzt weg. So viel vorab. Ja. Ich hoffe, bis jetzt kam noch keine Werbung. Haltet durch, guckt euch meine Videos an. Super. Es läuft, es kommen immer wieder ein paar Abonnenten dazu. Alles super, alles gut. Ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen was erklären. Ich kriege immer wieder nette, manchmal auch weniger nette Hinweise. Alles wunderbar. So, jetzt aber zum neuen Subwoofer. Den ich da jetzt habe, den habe ich so vor ungefähr 10 Jahren gebaut. Davor hatte ich auch schon einen. Das war so ungefähr das erste, was ich gebaut habe. Ich glaube, viele fangen an mit dem Subwoofer, weil er relativ einfach ist. Man braucht sich nicht um eine Frequenzweiche zu kümmern. Ist von der Entwicklung relativ einfach. Das war aber ein Monsterteil. Ja, also mein kleines Heimkino ist so ungefähr 12 Quadratmeter groß. Es war einfach zu viel. Ja, so wie der jetzt eingebaut ist, super. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie kann ich den neu bauen? Und angefangen habe ich erstmal so, was will ich denn haben? Ja gut. Der muss so tief runter, wie es nur irgendwie geht. Also 20 Hertz auf jeden Fall. 10 Hertz wären noch besser. Der muss so laut sein, dass die Nachbarn denken, ein Erdbeben wäre gerade, und er darf natürlich nichts kosten.
Gut, das ist jetzt ein bisschen illusorisch. Zu der Zeit hatte ich schon ein klein bisschen Erfahrung und habe dann irgendwo, was brauche ich denn für mich? Ne? In so einem kleinen Heimkino brauche ich keinen riesigen Subwoofer. Der muss so laut sein, dass der bei der Lautstärke, die ich hören kann und hören darf, weil ich wohne in einer Mietwohnung, dass der laut genug ist. Und dazu muss es kein Riesending sein. 20 Hertz wären super, aber im Endeffekt, ich habe mir mal so ein paar Tonspuren angeguckt, bei Musik, ganz ehrlich, ich höre keine Orgelmusik oder sowas, da reichen 50 Hertz. Tiefer muss das gar nicht gehen. Ja, so. Filme, da geht es schon tatsächlich tiefer. Aber ich habe für mich entschlossen, okay, ich verzichte auf ein paar Hertz Tiefgang und sage 30 Hertz. Das ist so tief, das haut schon in die Magengrube, wenn das ein ordentlicher Bass ist. Damit ist schon der nächste Punkt klar. Ich will nichts, das irgendwie wummert, sondern ich will einen, der Punch hat, der, wenn es einmal Knall macht, dass es auch wirklich nur einmal Knall ist und nicht Burp. Ja, und nichts kosten geht nicht, aber ich habe kein Geld, um, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 800 Euro für ein Lautsprecherchassis auszugeben. Also habe ich damals geguckt, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, was gäbe es denn jetzt, würde ich was anders machen. Ja, und das wollte ich euch heute mal zeigen. Wie wähle ich so ein Chassis aus, nach welchen Kriterien? Daraus ergibt sich natürlich auch so ein bisschen das Gehäuse. Das heißt, ich gehe mit euch gleich wieder in meinen Computer und dann gucken wir mal. Ja, so hat alles begonnen. Mit dem Monacor SPH380 TC. Den habe ich in meinen ersten Subwoofer eingebaut. 40 cm Durchmesser, ungefähr 850 Quadratzentimeter Membranfläche, 12 mm hoch, also Auslenkung. Ein absolutes Monster. Konnte so laut, dass ich ihn nie wirklich komplett aufgedreht habe. Aber der ist dann halt irgendwann mal ein bisschen zu groß geworden. Den Subwoofer habe ich so vor ungefähr 25 Jahren gebaut. Ja, und so vor ungefähr 10 Jahren hat Bernd Timmermans in der Hobby HiFi den vorgestellt. Den Monacor SW270WA01. Der hat nur 10 Zoll, also 10,5 laut Wavecore, also ungefähr 27 cm Durchmesser. Eine Membranfläche von ungefähr 350 Quadratzentimeter, aber auch 11 mm linearen Hub. Das heißt, der kann auch schon ordentlich Luft verdrängen. Den wollte ich mir eigentlich für meinen Subwoofer einbauen. Mich hat allerdings tatsächlich ein bisschen gestört, dass der nur einen Stahlkorb hat. Ansonsten wäre der von den Parametern super gewesen. Geht ordentlich tief runter, auch in einem geschlossenen Gehäuse. Ich stehe auf geschlossene Häuser, weil ich will ja eher einen knackigen Bass als einen, der nur wummert. Deswegen, der wäre eigentlich super gewesen, hat damals um die 150 € gekostet. Das war so vor 10 Jahren. Oder ziemlich genau vor 10 Jahren sogar. Da habe ich mir aber nicht gekauft. Als Anfang 2014 der Timmermans in der Hobby HiFi
den Skamo-Bausatz vorgestellt hat, hat der auch nochmal verschiedene 25 cm Tieftöner getestet. Und ich habe mich dann gegen den hier entschieden und für den von Scanspeak. Die Bezeichnung sage ich jetzt nicht. Der hat dieselbe Membranfläche, hat aber nur die Hälfte an linearem Hub. Das heißt, rein theoretisch 6 Dezibel weniger maximalen Pegel. Der hat aber zwei Vorteile gegenüber dem Wavecore gehabt. Erstens mal einen ordentlichen Alukorb. Das kann man, glaube ich, auf dem Bild auch ganz sehen. Und geringere mechanische Verluste. Die mechanischen Verluste zeigen im Prinzip an, wie schnell der Antritt ist. Das heißt also auch, wenn man was leiser hört, was ich ja machen muss, kommt der sehr knackig rüber. Und der zweite Vorteil war, das ist eigentlich ein Vifa-Chassis, also von der Firma Vifa. Die hatte Scanspeak damals aufgekauft und das als Discovery-Serie rausgebracht. Also alles, was unter Discovery läuft, bei Scanspeak, sind eigentlich alles alte Vifa-Chassis. Was nicht schlecht ist. Also das darf man nicht. Also Vifa war auch damals schon ziemlich high-endig, auch in vielen Fertiglautsprechern. Auf jeden Fall, der ist es tatsächlich geworden. Ach so, ja, halb so billig wie der Wavecore. Das heißt, ich glaube, der hat irgendwie 85 Euro laut Liste gekostet. Das heißt, ich habe den für unter 80 Euro bekommen. Das ist eigentlich ein lächerlich kleiner Preis dafür. Mittlerweile kostet der um die 150 Euro. Der Wavecore kostet aber mittlerweile 250 Euro. Also den Wavecore würde ich mir jetzt mittlerweile definitiv nicht mehr holen, weil ich finde das dafür, was er kann, zu teuer. Ich würde mir auch nicht mehr den Scanspeak holen. Nicht, dass der irgendwie schlecht geworden wäre, aber dafür gibt es meiner Meinung nach bessere Chassis mittlerweile. Was das angeht, habe ich mir auch mal einige in Frage kommende Lautsprecherchassis angeguckt. Einmal habe ich hier von Dayton Audio, da ist jetzt kein Bild dabei, ein 8 Zoll Subwoofer Treiber aus der Ultimax Serie. Das ist wirklich für Subwoofer gemachtes Chassis. Der hat zwar weniger Membranfläche, also etwas über 210 Quadratzentimeter, macht aber 16 mm linearen Hub. Das heißt, im Prinzip von der Luftverdrängung schafft er mehr als der Scanspeak. Der kann also im Prinzip mehr Schalldruck maximal. Der funktioniert auch in sehr kleinen Gehäusen, hat allerdings auch einen Nachteil. Immer wenn ein Lautsprecher darauf gezüchtet ist, aus möglichst kleinen Lautsprechern zu funktionieren und trotzdem tiefen Bass zu liefern, haben die einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Das heißt, obwohl der nur 4 Ohm hat, schafft er bei 2 Watt, also 2,83 Volt, nur 83,5 Dezibel. Das ist nicht viel, das sehen wir auch später noch. Und was mich grundsätzlich immer stört, die haben alle, weil die halt auf Pegel ausmachen, sehr hohe mechanische Verluste. Die sind einfach viel steifer, sind viel schwerer. Kann ich euch auch gleich noch zeigen. Da gibt es immer, wenn man sich die Messwerte in der Simulation mal anguckt, immer ein ziemlich sicheres Indiz. So, was ich
jetzt bei den Chassis, die ich mir angeguckt habe, tatsächlich präferieren würde, ist der hier von SB Acoustics. Auch wieder ein sehr kryptischer Name. Ich glaube, den oder eine Nummer kleiner hat Frank in seiner Lautsprecherwerkstatt in seiner Aktivbox drin. Ich weiß es nicht genau, aber zumindest einen ziemlich ähnlichen. Das ist auch nur ein 8 Zoll Lautsprecher, hat aber auch doppelt so viel Hub wie das Genspeak. Das heißt, der verdrängt genauso viel Luft und hat den Vorteil, der hat auch sehr, sehr geringe mechanische Verluste. Also sollte relativ knackig sein. Und wenn es eine Nummer größer sein soll, gibt es den im Prinzip auch noch als 10 Zoll Chassis, schafft dann im Prinzip auch wieder 6 dB mehr. Also ich glaube, einer von SB Acoustics würde es von meiner Seite auch tatsächlich werden. Ja, das war erstmal jetzt das Thema Chassis-Auswahl. Ich hatte gehofft, euch noch ein paar Simulationen dann von dem Gehäuse, das ich habe, zu zeigen. Das muss dann leider bis zum nächsten Mal warten, weil sonst wird das Video unglaublich lange. Wahrscheinlich, weil ich so langsam spreche. Dafür gibt es dann beim nächsten Mal bei der eigentlichen Gehäusekonstruktion eine kleine Besonderheit. Ich habe nämlich den Subwoofer als GHP konstruiert. GHP ist ein Ausdruck, soweit ich weiß, auch wieder vom Herrn Timmermans, der die Hobby HiFi herausgibt. Das heißt, der Treiber, das Chassis sitzt in einem eigentlich zu kleinen Gehäuse und bekommt einen Hochpass. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ist ja ein Subwoofer, soll also tief runtergehen, aber es funktioniert. Der Subwoofer läuft ja bei mir schon und der geht tief. Also dann freut euch aufs nächste Mal. Ciao.